Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist endlich soweit, die Eröffnung der neuen Strecke in Olpe, dem Flow. Und das ist ein schöner Flow-Trail mit allerdings, wie ich schon gesehen habe auf dem einen oder anderen Video, so ein paar kleinen Wurzelsegmenten und schönen Anliegern und doch ziemlich abwechslungsreich. Und wie Thomas gesagt hat, keine Murmelbahn. Wir schauen uns das heute zusammen an. Ich nehme euch mit. Let's go auf die erste Abfahrt. Hey, bist du nicht der Tom von Bike and Ride? Hallo Daniel, da ja. Ride and Bike? Ride and Bike. Und der Sender Steve. Ich bin schon ganz nervös. Mega mit den Wurzeln hier. Aber auch ein bisschen mehr Speed hier. Mehr Speed hier. Ich habe einfach die Brille umhängen. Gerade die Brille gesucht. Das ist hier Transferstück. Hat gerade Abschnitt 2 gehabt. Das ist ein bisschen schade mit dem Skihang. Halt mega. So, jetzt fahren wir mal hoch, gewöhnen uns mal an die Strecke und dann gucken wir mal, wie flott wir da fahren können. Mega cool, der Nils hat einen Sender dabei und ich bin ja auf der Suche nach einem Downhill-Bike. Anscheinend einen Sender in M habe ich mir angeguckt, Sender 6 AL, hat auch eins in M, aber ich kann es halt vielleicht mal auf dem Trail testen. Mal gucken, wie mir das gefällt. Ja, mega. Bin gespannt. So, jetzt schauen wir uns mal den Flow Trail ein bisschen genauer an. Still wonder how,
Ja, das müssen wir gleich mal richtig machen, die ganze Zeit. Ja, dieses Transferstück hier ist schon anstrengend. Was bist du überhaupt für ein Assi im Tanktop? Ich hab mein Shirt auch nicht, aber es ist warm. Ja, ist echt warm. Kenne ich. Geht mir auch so. Wer hat als andere? Alter. Ich bin am Arsch hier. Auf einmal weg. Alter. Ja, Leute. Wir verabschieden uns heute vom Bikepark Olpe. Die neue Strecke getestet. Ich würde sagen, auf jeden Fall eine Bereicherung für den Bikepark, weil auch für Anfänger jetzt endlich mal was dabei ist. Das war ja wirklich ein Park, der eher ja, für Fortgeschrittene nur geeignet war. Und jetzt gibt es endlich eine Strecke, die wirklich so ein bisschen flowiger ist, aber trotzdem abwechslungsreich, für jeden was dabei. Und ja, also ich glaube, das Ganze wird auf jeden Fall den Bikepark Olpe ein bisschen beflügeln. Und da werden sich dann auch mal Anfänger hier hintrauen oder vielleicht auch mal ein paar mehr Frauen, dass sie einfach ja, sich ausprobieren können und ein bisschen familienfreundlicher sozusagen. Nur der Lift muss noch, müssen wir mal eigentlich ein Lift-Tutorial drehen, finde ich. Müssen wir mal hier mit dem Bikepark sprechen, dass wir ein Lift-Tutorial drehen. Ich glaube, das kommt gut an. Und seht, danke an Thomas. Jetzt können wir nämlich das Fokus übrigens auf Mullet umrüsten. Und das wird als nächstes getestet. Ja, wir machen uns jetzt auf dem Weg nach Hause. Immer noch angeschlagen, erkältungsmäßig und so.
war nicht so super wild heute. Und ja, lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Da ist ja immer noch ein Reifen. Jetzt wird es langsam eng hier.